Das Horrorgame Cosmodread erscheint heute Abend um 19 Uhr für 14,99 € im Oculus Quest Store und ihr bekommt heute in diesem Video meinen ersten Eindruck zu Cosmodread. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. In der Tombola sind gleich drei Keys. Wie ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt, erkläre ich euch später im Video. Was ihr jetzt schon tun könnt, ist dieses Video liken und in die Kommentare schreiben, wie euch Cosmodread gefällt und wie euch mein Video gefällt. Wollt ihr wissen, wie ihr eure Oculus Quest noch besser macht, dann schaut doch mal in diese Infokarte. Da habe ich euch verständliche und einfache Anleitungen und Tutorials hinterlegt, mit denen ihr das garantiert auch hinbekommt. Wollt ihr allgemein nichts mehr zur Oculus Quest verpassen, dann abonniert die Zockstube, denn hier gibt es Reviews, Tests und Tutorials zu allen möglichen Themen rund um die Oculus Quest. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem ersten Eindruck zu Cosmodread. So, Leute, das Scheiße geht schon kacke los, ne? Ich erwarte auch, dass hier verstörende Bilder geboten werden. Das Ganze ist von den Entwicklern von Dreadhalls. Und Dreadhalls war schon atmosphärisch der absolute Hammer. Und ich erwarte hier wirklich Schlimmstes. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Starte Boarding-Manöver, Blaupausen, Textprotokolle, starte Boarding-Manöver. Wir haben neues Spiel, Optionen. Also erstmal hier das Menü auf Deutsch, gefällt mir. Okay. Schöner räumlicher Klang, muss ich sagen. Tutorials angreifen, umschalten, Armbandhand, links, rechts können wir umschalten. Machen wir mal rechts. Fortbewegung, Kontrollen, Ton, Einstellungen. Haben wir hier irgendwie Locomotion-Einstellung? Fortbewegung wahrscheinlich, ne? Sprung, weich. Ich mach mal weich, aber ihr habt ja auf jeden Fall auch, Smooth Locomotion Settings oder Teleport Settings, falls ihr da eben Probleme mit Motion Sickness habt. So, dann Linkhand wähle aus, welche Orientierungsreferenz bei der Fortbewegung du verwenden willst. Ich bin voll darauf gepolt, dass ich die Rechtshändersteuerung verwende, deswegen ist es gut. Wir starten jetzt ein neues Spiel. Startwaffe zufällig. Boarden. Was haben wir hier gesperrt? Spiele weiter, um sie frei zu... Also wir können Sachen freischalten. Ich boarde jetzt einfach mal. So, das ist das Raumschiff, was wir jetzt... Wow! Wo wir jetzt landen, wo gerade einiges schief geht. Okay, wir sind quasi in das Raumschiff abgeschmiert. Windel ist übrigens an. Ich weiß, die Fragen kommen immer wieder in den Kommentaren. Bei so einem Spiel grundsätzlich Windeln tragen. Pants. Oh! Bei DM hinten in den Regalen gibt es Pants. So, jetzt sind wir hier. Hier haben wir. Das ist doch schon scheiße, ne? Rechter Stick, um dich umzusehen. Also, wir haben hier Snap Turn, aber ich mag es lieber mit Laufen und dann richtig drehen. Greife mit deiner. So. Greifhand, Armbrust braucht Munition. Okay, Armbrust hat Munition. Greif uns hier im Griff, um den Bolzen zu spannen. Also jetzt sind wir mit einer Armbrust hier unterwegs. Du kannst Gegenstände in deinem Inventar verstauen. Öffne die linke Hand oder rechte Hand. Oh, 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 oh. Ein Datenspeicher könnte nützliche Informationen enthalten. Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken, was denn hier alles... Boah, Alter! Allein, hier ist ja noch nichts los, ne? Aber allein, was haben wir hier? Taschenrechner. Ernsthaft? Ach, guck mal, die Schwerelosigkeit. Verpacktes Essen. Packen wir ins Inventar, komm. Vielleicht können wir den Taschenrechner nachher auch irgendwie gebrauchen. Boah, hier scheppert ja alles um uns rum. Also die Grafik sieht hier gerade nicht so toll aus, aber ich glaube, das ist bei dem Spiel völlig egal. Was haben wir denn hier? Audio-Log. Drücke den Trigger zum Abspielen. Ach, guck mal, das ist cool, dass es hier übersetzt ist.
Apparently, he was trying to dock with us when the jump drive fired, and it was dragged along for the ride in our wake. Lacerations, 2 fractured ribs, and some minor cerebral edema. A few days in the hibernator should help with all that. If only the others were that easy to fix. Okay. Also ich kann schon mal sagen, von der Spielmechanik scheint es mir jetzt hier gerade ein bisschen umfangreicher zu sein als Dread Halls. Was haben wir denn hier? Sauerstoffkanister, wir nehmen mal alles mit, ich habe keine Ahnung. Flasche, keine Ahnung. Wir haben 10 Inventarplätze. Schüssel, ich weiß nicht, ob wir eine Schüssel gebrauchen können. Ich nehme eine Schüssel mit. Was ist das denn? Außerirdische Gewebeprobe, da wisst ihr schon mal, wo es hingeht. Seltene Probe außerirdischen Gewebes. Mhm. Nehmen wir mit. Inventar finde ich schön gemacht, auch so die 2 Reihen. Waffe ist hier. Okay. Ich will nicht. Ihr habt schon gemerkt, ich habe mich jetzt lange mit der Umgebung beschäftigt. Wow, 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 wow. Erreiche den Hof. Müssen wir hier? Wir haben keine Batterie. Benutze die Minimap, um dich zurechtzufinden. Ah, guck mal, hier haben wir. Ich höre hier was. Ich habe was gehört. Alter! Wow, 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 wow. Das ist echt ein bisschen. Da kommen wir nicht weiter. Hier müssen wir erst. Schlüsselkarte brauchen wir. Also wir brauchen jetzt Batterie und eine Schlüsselkarte. Ist alles voll mit dieser Scheiße. Was ist da los? Okay, komm, wir holen jetzt mal da vorne die Batterie raus. Und packen die mal hier rein. Geht denn hier ab? Mann, ey. Ach, da ist unser Sauerstoff. Also je nachdem, wie weit wir die Hand neigen. Hier ist Sauerstoff und Leben und hier ist... Oh, hier wurde was zerlegt. Munition. Ne, Munition nimmt wirklich einen Inventarplatz. Boah, ist das hier wirklich grauenhaft. Das ist grauenhaft. Haben wir hier? Blaue Schlüsselkarte. Ich glaube, das ist die Schlüsselkarte, die wir gebraucht haben. Schlüsselkarte gefunden. Wir haben bis jetzt noch kein Alien getroffen oder irgendwas. Und mir reicht es schon. Da sieht man hier wahrscheinlich auch an den Umrissen, dass wir diese Schlüsselkarte. Ach, guck mal, geht nur einmal. Fliege das Schiff zur Erde. Finde die Navigation. Ach, guck mal, hier haben wir so Ziele. Wir sollen das Schiff zur Erde fliegen. Finde die Navigation. Stelle die Navigationskoordinaten ein. Finde den Sprungantrieb. Aktiviere den Sprungantrieb. Finde die Brücke und springe zurück in den Orbit der Erde. Und irgendwas sagt mir, dass das nicht so einfach wird. Datenspeicher. Wir hatten Datenspeicher mitgenommen, ne? Müsli-Karton. Tja. Detected structural damage in Sections 4A, Sector 6, Section 11, Sector 9, Section 2, Sector 10. Please stay away from the affected areas. Gucken wir mal an, was auf dem Datenspeicher denn so steht.
Cool gemacht. Not connected to mainframe. Blaupause erhalten. Ein Gerät, das laute Geräusche produziert, um Feinde anzulocken. Krachmacher. Durch Hinzufügen eines einfachen Signalverstärkers zu einem kleinen Lautsprecher lassen sich laute Geräusche erzeugen. Dieses Gerät kann als temporäre Ablenkung verwendet werden. Benötigte Teile, Elektronik, Plastik und Energie. Okay. Elektronik. Also es geht hier auch tatsächlich um Ressourcenmanagement. Das seht ihr da. Plastik haben wir hier bei den Armbrustdingern. Hier haben wir Plastik und... Nee, nichts anderes. Hier haben wir Energie, zwei Energie drin. Dose mit Essen. Also wir müssen hier auch ein Stück weit craften. Das ist ja cool gemacht. Also wie so ein Rezept haben wir jetzt gefunden. So, da vorne. Ich gehe mal hier oben rum. Ach du Scheiße, ey. Toilette. Oh, ich habe so schwitzige Finger, Leute. Da ist noch eine Batterie. Boah. Oh, Sauerstoff. Das ist wieder voll. Das Teil können wir dann fallen lassen. Guck mal hier. Ist ein wichtiger Riss in dem Schiff. So, hier haben wir einen neuen gefunden, gut. Ach du Scheiße! Wer bist du denn? Boah! Wer ist er? Warum hat er so viele Augen? Finde die Navigation. Wir haben die Navigation gefunden. Und was sollen wir jetzt hier machen? Wahrscheinlich mal eine Batterie hinterlassen. Ich glaube, in der Navigation ist das... Ist das gar nicht schlecht. Okay, guck mal, wir haben jetzt hier... Können wir ja noch auf die Karte gucken. Wir haben auf jeden Fall die Navigation. Okay. Gut, gut. Mit der Armbrust bin ich nicht einverstanden, Leute. Ich hätte gerne ein Maschinengewehr. Sowas. Ist hier etwas? Nein. Schrott, Pfeile können wir gebrauchen. Leider passt jetzt hier gerade nichts mehr rein. Das ist doof. Dann müssen wir den Datenspeicher kurz in der Hand festhalten. Hier waren wir schon drin. Wir haben auf jeden Fall die Navigation gefunden. Was ist das denn? Ich würde es gerne mal gucken. Oh, Sauerstoff ist aber wirklich Knäppkes, ne? Oh, ich muss gleich mal meine Controller trocken abwischen, ey. Gucken wir mal an, was hier drauf ist. Blaupause erhalten für... Ah, Armbrustbolzenpack. Guck mal, Armbrustbolzen können wir mit allen Energie, Plastik und Metalle machen. Alles klar.
Wir haben davon aber erstmal genug. Können wir die hier auch irgendwo lagern? Oh, oh, oh. Guck mal, da vorne ging es noch weiter. Was haben wir hier? Ach, hier können wir herstellen. Benutze diesen Fabrikator, um Gegenstände herzustellen, die du in den Blaupausen... Ach so, hier kann man sich aussuchen, was man in den Blaupausen gefunden hat. Und dann sagt er hier, platziere die Objekte da. Das ist ja geil gemacht. Gefällt mir. Aber wir haben jetzt im Moment noch genug Schuss. Dafür brauchen wir eine rote... Was haben wir denn da? Eine geile Knarre. Ach da. Okay, so, dafür brauchen wir eine rote Karte. Hier können wir noch lang. Ist das ein Feind? Das ist ein Feind? Es ist ein Feind! Boah! Was ein Arsch! Und ich bin auch so nett hier. Ich glaube, ich bleibe lieber bei der Armbrust. Wo kommt das her? Und was ist hier überhaupt alles für ein Schleim, Alter? Die ganzen Geräusche, ne? Oh, da ist schon wieder ein Penner. Oh, 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 oh. Alter! Alter! Ich hab die Munition fallen lassen! Was ist das für ein Teil, ey? Wow. Wo kam das her? Wow! Jetzt geht's hier aber ab, doch. Was macht der denn da? Hab ich schon wieder alles verschossen. Ich hab keine Muni mehr. Oh, wir haben ihn getötet und er hat uns getötet. Boah, Junge, ach guck mal, da sehen wir, du wurdest von einem fliegenden Gegenstand getroffen und getötet. Ducke dich und suche Deckung, um solchen Angriffen zu entgehen. Erkundet 23% und dann seht ihr hier das komplette Level. Und da seht ihr auch die verschiedenen Räume, die wir hätten finden müssen und wie viele Feinde wir getötet haben. Starte Boarding-Manöver. Jetzt ist die Frage, können wir an der Stelle weitermachen oder startet das immer von neu? Also es sieht mir so aus, als würde das hier immer zufällig generiert werden. Und wir müssen uns da irgendwie durchschlagen, ne? Und die verschiedenen Ziele erfüllen. Ich gucke mal eben, ob wir da fortsetzen können. Option, nee, guck mal, wir können nur ein neues Spiel machen. Ne? So, das heißt, wenn ihr tot seid, dann geht es nochmal von vorne los, oder? Ja. Fliegen wir mal rüber. Ach, guck mal hier. Rucksack, größeres Inventar. Können wir jetzt anwählen? Gesperrt, spiele weiter, um dies freizuschalten. Katz und Maus, der Kosmonaut wird dich von Anfang an verfolgen. Okay, wir haben anscheinend einen Kosmonaut in dem Schiff, der uns dann verfolgen kann. Wie geil ist das denn? Das heißt, da wird nachher nochmal richtig Druck gemacht, Leute. Ey, also ich muss ja wirklich sagen, klar, wir sind jetzt noch nicht so weit gekommen in dem Spiel, aber das ist ja mal richtig geil und ich kann mir das richtig gut für einen Livestream vorstellen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, lasst uns doch hierzu heute Abend direkt zu Release des Games einen Livestream machen. Seid ihr dabei? Hättet ihr da Bock drauf? Ich würde es dann hier entsprechend in der Zockstube ankündigen und am Sonntag schauen wir dann auch nochmal. Da muss ich mal gucken, ob ich dann nochmal Cosmodread stream oder vielleicht was anderes oder mal ausfallen lasse. Aber mich würde auf jeden Fall interessieren, ob ihr denn da Bock drauf hättet und auf einen Livestream hierzu.
Und hier kann man jetzt sehen, wir starten wieder in diesem Startraum. Unsere Karte ist jetzt noch nicht aufgedeckt. Wir haben die verschiedenen Ziele, die dann kommen werden. Erstmal ist verlasse den Anfangsraum. Und ja, so wird sich das Spiel immer wiederholen. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie findet ihr Cosmo Dread für 14,99 Euro? Ist das ein Spiel, wie ihr es mögt oder eher nichts für euch? Ich bin gespannt von euch zu lesen. Und durch euren Kommentar nehmt ihr auch am Gewinnspiel teil. Ihr könnt Cosmo Dread nämlich gewinnen, indem ihr die Zockstube abonniert, dieses Video liked und mir in die Kommentare schreibt, wie ihr Cosmo Dread und dieses Video findet. Ich bin da sehr gespannt, von euch zu lesen. In der Verlosung sind gleich drei Keys. Das heißt, ihr habt eine so große Chance wie nie zuvor, dieses Game zu gewinnen. Also ab in die Kommentare. Die Auslosung findet im Livestream am Sonntag statt. Am Sonntag um 16 Uhr gibt es in der Zockstube immer einen Livestream und im Rahmen dieses Livestreams werde ich auch die Auslosung zu Cosmo Dread vornehmen. Also aus meiner Sicht absolute Empfehlung, ist eine Horrorreferenz auf der Oculus Quest. Ich habe so schwitzige Finger, unfassbar. Vergleichen mit Dreadhalls kann ich es jetzt nicht, weil Dreadhalls in eine ganz andere Richtung geht. Aber das Spiel hat hier definitiv Flair und es ist heftig. Es ist wirklich, wirklich heftig. Aber wie gesagt, ich freue mich, von euch in den Kommentaren zu lesen, wie ihr das Game findet. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Das war mein erster Eindruck zu Cosmo Dread. Wollt ihr Reviews und Tests zu allen Games auf der Oculus Quest sehen, um so immer einen perfekten Überblick zu behalten, bevor ihr Geld im Oculus Quest Store ausgibt? Dann schaut mal in dieser Playlist, da findet ihr meine Meinung zu jedem Game auf der Oculus Quest. Außerdem empfehle ich euch mein aktuellstes Video. Wollt ihr keine Reviews, Tests und Tutorials mehr zur Oculus Quest verpassen, dann abonniert die Zockstube und macht das Glöckchen an. Vielen Dank an meine Patreons, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao Leute!